Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Xil ist auch heute dabei. Ja, hallo. Hi. Wir haben heute Post bekommen. Ja. Und das werden wir heute auspacken und aufbauen. Sogar zwei Pakete. Ja, wir haben von deiner Cousine. Ja, meine Cousine hat uns was geschickt und das will ich dir jetzt... Du hast es ja schon ein bisschen gesehen, wir wollen es jetzt einmal kurz aufbauen. Genau. Voll schön. Vorab, lasst euch nicht von der Unordnung hier in diesem Raum oder generell in dieser Wohnung stören. Das ist so. Es ist momentan alles ein bisschen chaotisch. Momentan, ja. Es war schon mal besser. Das ist schon. Es gibt halt viel zu tun und so. Ne? So, okay. Darf ich würde sagen, sein? Packen wir es aus. Schau mal, allein der Ton ist schon voll süß. Der ist voll süß. Ich habe hier voll nettes Bildchen. Ein Ball, ein Schwan. Das könnte so ein Koala-Bär sein. Ich glaube, das ist ein Maus. Oder eine Maus, ein Leo. Ja, auf jeden Fall ist da was Schönes drin. Ja. Das hat uns die Cousine geschickt. Also, ja, war eigentlich auch schon inzwischen meine Cousine. Aber ja, genau. Es ist eine Spieldecke oder Activity Center heißt Activity es. Activity Center. Activity Decke. Also sowas wie ein Einkaufszentrum, nur für Babys. Ja, guck mal, da kommt die Emi sofort wieder an. So neugierig. Ist das für mich meine neue Schaukel oder was? Und ich glaube, dass das voll simpel ist. Was hat du hast hier so Bögen. Und die sind ja eigentlich schon fertig und ich glaube, du musst die nur unten dran klipsen. Nur und ich glaube, das war schon. Dran klipsen, so schnell kann ich gar nicht gucken. So, das sind das Kälber von so Rucksäcken oder sowas. Aber so einfach geklipst, okay. Und das ist dann wahrscheinlich die Decke, um das Baby zuzudecken. Weil es gibt auch so. Okay, ich habe dir nicht zugehört, nein, zum Zudecken. Sie sagt aber knall. Sie sagt knall halt. Ja. Ja. Ja, ich dachte. Um das Baby zu ersticken, ja. Entschuldigung. So, okay, Xen ist weg. Jetzt sind wir unter uns. So, zeig mal her. Oh, das sieht auch schon voll süß aus. Weich. Ui. Hier ist ein Spiegel. Ja. Ja, das ist nämlich cool. Warte, jetzt machen wir erstmal die Bögen dran. Okay. Wahnsinn. Wie, achso, hier unten sind jetzt hier das Gegenstück. Okay. So wie Biene und Blume. Zack. Oh, diese Hunde. Klippst man einfach so rein. Mal schauen, wie man das dann sauber macht. Also, ich kann das ja jetzt so nicht in die Wasch. Ah! Man kann die Sachen abmachen. Ah, habe ich auch schon. Ich glaube, du hast es aber falsch rum dran. Ja, habe ich. Ja, das kann sein. Boah, es gibt schon auf. Meinst du so rum? Mhm. Das ist gar nicht so. Ich komme nicht weiter vor. Ja, ich merke schon. Ich versuche ja zu helfen. Ist aber mit einer Hand tatsächlich auch nicht so leicht. Ja, ich weiß. Schau her. Du eine Hand, ich eine Hand. Ja, pass auf. Oh. Teamwork! Du hast ja gar keine Kraft. Der wird auch genauso aussehen mit Bart und so. Süß. Genau, und dann kannst du das spielen. Dann hast du. Moment, man sieht es ja aus deiner Sicht nur. Hallo. Was haben wir hier? Da haben wir einen Igel. War der Leo, der stinkt so hoch. Kann der Igel? Was kann der Igel? Ich glaube, quietschen. War da unten. Ah, ja. Aber das Baby wird das wahrscheinlich nicht hinkriegen, oder? Am Anfang nicht, nee. Dann hat es hier einen Spiegel. Ja. Oh Gott, das verzerrt das Gesicht voll. Echt? Geh mal her. So, ne, das verzerrt voll, ne? Also gut, ich ziehe meinen Mund jetzt auch so ein bisschen runter, aber wenn ich es normal mache, so, jetzt ist er normal. Ich gucke voll traurig. Oh! Mein tolles Baby denkt da, das ist traurig. So, dann haben wir hier Babyrassel. Man sieht ja gar nichts. Doch. Babyrassel. Dreht sich das sogar, ja, gell? Ja, das ist richtig. Hui! Nicht schlecht. Das ist ein Bärchen oder so. Dann... Das ist bestimmt das Bärchen, was wir auf dem Karton gesehen haben. Das kann sein. Und da ist auch was drin. Was ist da drin? Weiß nicht. Ah, das kann irgendwie so... Schüttel mal. Ah. Das kann irgendwie so zwitschern oder so. Das ist auch so ein Vogelhäuschen oder sowas. Ja. Und eine Eule. Ja, die bimmelt. Süß. Ich hatte sowas noch nie. Ja. So, und wenn du jetzt älter wirst, dann drehst du dich irgendwann auf den Bauch. Und jetzt dreh dich mal um.
So, oh. Und jetzt sind die Dinger über dir und du kannst sie nicht mehr sehen. Ja. Dafür hast du jetzt hier was zum Spielen. Oder hier. Ah, hier ist auch. Ah, das kann quietschen, okay. Aha. Genau. Und hier so, da geht es so um die Akustik auch so ein bisschen. Ja. Da ist das so, da ist so Plastik mit drin und das knatschelt so ein bisschen. Aha. Das dann. Genau. Hier oder auch, ne? Da ist auch so, ja. Weil hier was hört und fühlt und um so die Sinne zu stärken. Das ist eigentlich ja, voll genau. Cool. Und damit spannend bleibt. Und dann hier ein Spiegel, das wieder so voll verzerrt. Gott! Und denkst du, was ist das? Gute ist, wenn er das gruselig findet, kann man den ja abmachen. Hallo, ich bin's, die Kamera. Das ist süß. Ja, falls die Cousine das sehen sollte, dankeschön. Finde ich voll cool. Steht dir. Ich fühle mich auch echt wohl. Ja, ja, ja. Oh, ich will auch einmal. Ja, ja, ja. Du musst mir dann nur wieder hochhelfen. Ja, ja, ja. Ja, wird er wahrscheinlich voll kaputt machen hier. Wenn der so viel Kraft hat wie du und so rohe Gewalt anwendet, dann wird er das voll rausreißen. Wirklich. Das ist echt witzig. Ja, voll schön und echt voll leicht zusammengebaut. Und dann kann man das ja auch voll leicht wieder abbauen und verstauen. Und wenn es mal drauf kackt oder pinkelt, dann kann man es auch waschen. Ja. Das wird ja, bestimmt. Muss man, jetzt riecht es ja neu, das ja. Muss man eh waschen. Aber es ist echt cool, oder? Und wo gibt's das? Bei Amazon, oder? Sie hat es, glaube ich, bei Amazon bestellt, ja, stand auf dem Zettel drauf. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu diesem wunderschönen Produkt, wenn ihr sagt, boah, ich bin, das will ich auch. Ich bin ein Baby und ich will das wieder haben. Oder auch haben. Dann. Muss mein Gesicht gerade hier. Dein Bauch verdeckt alles. Das ist. Voll dramatisch, aber hier. Schön. Das taugt ja auch, oder? Hier raschelt's. Ja. Ist auch bequem eigentlich, gell? Ja, also die ist voll weich. Ja, ist eigentlich voll cool. Da lege ich mich immer dazu dann. So. Ja, so. Eigentlich voll cool. Ja. Und ich dachte, das hast du schon gesehen, oder? So halb, da ist so ganz viel Zeug drin. Spannendes, das ist nur, ich habe noch Spannbettlaken gebraucht fürs Babybettchen. Oh wei. Und da sind noch so Baumwolltücher, Waschlappen, das ist jetzt nichts Spannendes. Hier Steckdosenschutz. Ja, genau. Das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel wir momentan am Umbauen sind und an was man alles denken muss. Müssten wir eigentlich mal zeigen, dann, was wir alles umgebaut haben, was wir alles gesichert haben. So. Ja. Und das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, ist das hier. schon übel. Ein Eimer. Ich freue mich über einen Eimer. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Ich komme mit. Ich laufe hier einfach mal hinterher. Einfach nicht beachten, die Unordnung, die hier überall ist. Warte, ich leuchte einfach die Decke. Hier ist auch hier, ne? Hier, da haben wir ein Bett. Und das ist auch Bett. Hier haben wir jetzt so ein Fliegengitter hin, damit wir keine Mücken mehr haben hier. Ich habe nämlich keine Lust, dass das Baby in der Nacht von Mücken gestochen wird und dann voll cool gemacht. Aufwacht und nicht schlafen kann. Ihr dürft jetzt auch nicht mehr rein. So, so. Okay. Hier haben wir schon so eine Wiege. Die gehört natürlich nicht da drauf. Nein, die gehört natürlich nicht da drauf. Da ist der Wickeltisch, den haben wir letztens dahingestellt. Und der passt witzigerweise genau in dieses Fenster rein. Gut, zugegeben, ich musste hier ein bisschen wegschleifen, damit es hier reinpasst. Aber das ist nicht so schlimm. Da haben wir hier schon voll viel Zeug. Ja, ja, das meiste ist eigentlich geschenkt von Xerins Mama. Hier ist alles voll mit Windeln und... Das ist so krass, was man alles braucht, bevor überhaupt das Baby da ist. Das ist Wahnsinn. Ja. So, jetzt muss ich mal. Ja. Da habe ich jetzt nämlich ein bisschen Angst gehabt, dass die nicht dran passen. Aber ich habe schon ausprobiert. Also, es ist eng, aber es geht dran. Ah, okay, genau. Voll cool. Die sind eigentlich echt cool, ja? Wo hast du die her? Von Ikea irgendwie, ne? Dieses Zeug gibt es nämlich schweineteuer. Und bei Ikea hat es wesentlich weniger gekostet. Genau, und dann... Was ist das? Das hat so hart, also ja. Kann man das auch schrauben also oder was? Ja, man kann das hier festschrauben. Es gibt zwei davon. Eins ist tatsächlich so als Handtuchhalter oder so. Ja. Und das andere ist... Ah, für den Eimer hier. Aha. Das ist schon cool, gell? Schau, das ist der... Der Önsklick. Der Önsklick. Hat sich das denn ausgedacht?
Ja gut, das geht. Ja, dafür hält es halt dann auch ganz gut. Ja. Und schau, das klippst du einfach hier so ein. Ach, da hast du da gleich noch so einen Mülleimer. So, genau. Ich meine, wir haben jetzt hier den Mülleimer, kann man auch für irgendwas anderes, vielleicht zum Waschlappen reinschmeißen, wenn man so einmal Waschlappen benutzt oder keine Ahnung. Ja. Und ich finde halt vor allem das hier zum Beispiel praktisch, da kann man dann Wasser reinmachen. So zum Wischen, so ein bisschen ja, handwarmes genau. Wasser. Ich komme ja nicht an, das Waschbecken ist nicht weit weg, aber hier? Da komme ich nicht dran. Und dann kann man hier so ein bisschen warmes Wasser, dann nehme ich mir einen Waschlappen. Voll ausgestattet, voll cool. Genau. Und ja, keine Ahnung. Ist auch gut Material, schön stabil. Dann kann man auch theoretisch auf beiden Seiten sich was hin. Da ist jetzt natürlich das Ding hier ein bisschen im Weg. Ja, das kommt. Und da darfst du demnächst mal die Puppe wickeln. Oh ja. Das bisschen hab ich üben ja noch schon versprochen. Mal. Das wird voll cool, wenn wir dann im Krankenhaus sind und dann fragt die Ärztin oder die Schwester, möchten Sie Ihren Mann, Ihr Baby mal wickeln? Möchten Sie mal Ihren Mann wickeln? Ja, kein Problem, schon tausendmal gemacht. Ja. Ich zeige dir dann, wie das geht, dann kannst du von mir noch was lernen. Gute Idee. Ja, cool. Nein, super geil. Ich find's schön. Hat was. Mhm. Stell dir mal vor, jemand hätte dir vor 10 Jahren erzählt, du freust dich über ein Wassereimerchen an der Wickelkommode. Ich hätte gesagt, was ist das? Was ist das, ja. Nee, ich hätte das nicht mal gewusst. Gefällt mir. Da kommt dann die Auflage noch drauf, damit schön weich ist. Das zeigen wir euch irgendwann auch mal noch. Ja, genau. Spätestens beim Puppewickeln. Ja, stimmt. Ja, und da oben sieht man, hier, wir haben hier so ein Heizding. Scheiße. Wir haben das Kabel nicht gekauft. Verdammt, haben eben vorhin bei Amazon wieder eine Riesenbestellung gemacht, ja. Und haben noch gesagt, wir bauen noch Kabel, weil das müssen wir dann da oben langlegen, nicht zur Lampe, aber da hinten wieder runter zur Waschmaschine, da hinten ist nämlich eine Steckdose. Und das ist da, damit es da hier so in dem Bereich schön warm bleibt. Das haben wir von ihrer Mama bekommen. Das haben wir Arsch festgemacht. Hat hier draußen, meine Schwester gewärmt. Hier draußen haben wir Fliegengitter hingemacht noch und wenn wir einfach mal dieses Jahr ohne Mückenstich hier klarkommen. Oder zumindest nicht so wie letztes Jahr mit 30 Millionen. Ja, hoffentlich. So, was jetzt? Das war's eigentlich. Müsste ich nochmal auf die Decke legen. Nee, ich überlege gerade. Wir gehen mal rüber. Okay. Mein neuer Schrank. Zumindest ein kleiner Teil, ja. Also wirklich sau winzig von dem, was noch da ist. Bist du. Ja, hier bin ich. Das haben wir umsonst gekriegt. So ein Riesenschrank, eigentlich so die ganze Wandreihe wäre das. Und den haben wir umsonst gekriegt. Und da habe ich mir 3 Teile, wie man sehen kann, ergattert. Also 3 Teile ist gut. Also das ist hier oben der Bereich und dann unten. Und die sind irgendwie überall verteilt, stehen die jetzt. Und viele stehen noch gar nicht aufgebaut. Und der ist so cool, ich finde den so toll. Hier drin habe ich meinen Drucker. Voll cool. Und meinen ganzen Papierkram und so ein Zeug. Ja, was wir gemacht haben, ich versuche es mal euch zu zeigen. Und zwar hier unten. Das ist dunkel. Warte. Besser. Ja, Babys neigen dazu, überall dahin zu gehen, wo es gefährlich ist. Sei es Steckdosen, Treppen, Autos, ja, lauter Sachen, die gefährlich sind. Deswegen mussten wir hier uns was einfallen lassen. Und wir haben jetzt hier so eine Wand hingemacht. Es ist, kann ich euch vielleicht zeigen, wie es dahinter aussieht? Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Kabel dahinter sind, ja. Und Steckdosen, weil hier die ganze Technik ist und genau. Und das musste man halt einfach irgendwie ein bisschen machen, damit das halt nicht so gefährlich für kleine Kinder ist. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Gut, man sieht jetzt nicht so viel, weil der Fernseher da so schön vorgezogen ist. Aber hier, ne, man sieht ein bisschen was dahinter ist. Sieht jetzt alles sehr komprimiert aus, aber das kann man sich nicht vorstellen, wie viele Kabel das sind hier. Der Fernseher, der Receiver und dann die Computer. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich viel Kabel. Und vieles ist auch unter dem Schrank. Und deswegen mussten wir das echt machen. So, was war noch? Eine Treppe. Ich weiß nicht, ob wir Treppe? Das gezeigt haben. Treppe? Also Wand. Da. Ah ja, genau. Unsere Treppe. Wir haben hier auf der anderen Seite mal kurz zeigen. Hier sind so Gitter.
Und theoretisch, ne, ist ja gefährlich, ne? Baby, das zieht das Baby magisch an. Baby steckt Kopf durch, bleibt verstecken, fällt vielleicht runter oder so. Ja? Deswegen müssen wir da, haben wir uns was einfallen lassen. Hier kommt dann auch noch so ein Gitter hin, so ein Treppengitter. Und dann haben wir gedacht, wie können wir das machen? Dann haben wir hier so einfach so eine Gipswand hin. Das war jetzt nicht wie eine feste Betonwand, aber ganz gut. Und dann haben wir gedacht, dann müssen wir das irgendwie noch schön machen, damit das nicht so grau hässlich ist. Dann haben wir gedacht, ach, machen wir doch so eine Fototapete drauf. Und das sieht echt cool aus, finde ich. Das haben wir echt gut hingekriegt. Muss man schon sagen. Echt cool. Ja, von der Seite sieht es nicht so plastisch aus. Hier sieht es auch gerade ziemlich schlimm aus. Nicht hinschauen. Irgendwann wird es schöner. Nicht so zeigen. So sieht man so. Das sind ja gar keine Steine. Von hier musst du zeigen. So, so sind das Steine. So mehr oder weniger. Steine. Ja, es sind Salzsteine. Gut. So. Das war's. Wieder zurück zum Anfang. Yay! Und rein theoretisch gibt es da, glaube ich, auch noch mehr Spielzeug, was man noch nachkaufen könnte. Ach echt? So für so Level 1, Level 2. Oder Abwechslung, ich glaube. Für Abwechslung. Man kann das hier auch rausmachen, ne? Ja. So zack, so bip. Und Holzbaby. Nee, wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Nein, aber ich finde die voll süß, die Decke. Die Igelchen und so, der Eule. Ich finde das hier bei. Regt meine ganzen Sinne an. Echt? Ja, ich finde das total cool. Ich finde das alles witzig, ja. Klar, der Spiegel ist katastrophal und so. Und das hier und so. Aber das hier, das gefällt mir. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ah, es sind eher. Ja, echt, gell? Das ist voll krass. Ich finde das voll beruhigend gerade. Ich werde euch das dann in ein paar Monaten filmen, wenn der Xarok mit seinem kleinen Sohn da zusammen bäuchlings auf der Decke liegt und an den Blättern spielt. Quietschespielzeug lieben die Hunde. Bring ihm nicht bei, dass er damit spielen soll. Ja, ist besser vielleicht. So, kommen Sie mal her. Ja. Keine Ahnung, ob ihr das interessant findet. Ja, wissen wir nicht. Uns ist es natürlich jetzt sehr brandaktuell. Ja. Und wird bald Alltag, oh mein Gott. Ja, 5 Wochen noch, dann ist der errechnete Geburtstermin. Das bedeutet, es rein theoretisch könnte es auch morgen sein. Also rein theoretisch, praktisch wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee. Aber es könnte auch schon in 3 Wochen sein, das wäre völlig normal. Es könnte auch in 6 Wochen sein oder in 7 Wochen. Aber schauen wir mal. Oh Gott. Schauen wir mal. Aber mein Bauch ist doch schon so dick. So big. Boah. Ich habe letztens so ein Foto von dir gemacht. Ja, scheiße. Das ist ja wie so ein riesen Medizinball. Das ist voll heavy. Wiegt auch schon. Ja, wiegt vor auch allem, schon. Baby liegt natürlich schon in Geburtsposition so nach unten mit dem Kopf. Zieht auch dementsprechend Richtung Erde. Ja. Und vor allem, wenn ich irgendwie versuche aufzustehen oder so, dann merke ich das. Nein. Süß. Oh je, Leo, stopp. Nicht das Baby Let ablecken. Das ist ja eine Mordwaffe. Gut, dass das Baby seinen Kopf nicht so hoch kriegt. Wenn es 16 ist, dann schon. Ja. So. Also ich glaube, wenn dein Sohn mit 16 auf dieser Decke liegt, dann habe ich was falsch gemacht. Kommt es definitiv nach dir. Dann ist es dein Kind. Das stimmt. Na gut. Na dann. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.